Moin liebe Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerGout. Ach shit, der ist ja noch alles. Hab mir auch gerade das gemacht, vielleicht liegt's daran. Also, willkommen zum neuen Video. Ihr könnt das sehen, ich habe hier eine Mario-Tasse. Und die habe ich auch nicht ohne Grund hier, denn heute an dem Tag ist Montag. Und liebe Leute, es ist nicht irgendein Montag, denn es ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Montag, denn Spannung steigt. Es ist Super Mario Maker 2 Montag. Besser gesagt, Super Mario Maker Montag. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Ja, Super Mario Maker Montag, dies wird eins von vielen neuen Formaten sein, die es offiziell ab Juni auf meinem YouTube-Kanal GamerCouts geben wird. Das fragt ihr euch, wir haben jetzt irgendwie Mai, es ist noch nicht Juni, wieso dann das Video? Mit meiner schönen Teetasse, die ich bei Mario Maker Monday natürlich immer haben werde. Nun ja, es ist ganz einfach, der Mario Maker lebt davon. Natürlich konnte ich jetzt einfach hergehen wie heute und einfach jetzt irgendwelche random Level zocken, mit dem ich jetzt einfach auch mal anfange, mit Level aus aller Welt. Aber mir geht es vielmehr darum, dass ich einfach die Gelegenheit bekommen, bei Level suchen, eure Level-ID einzugeben und dann einfach eure Level zu spielen. Das ist eine Sache, die ich vorhab. Und deswegen, liebe Leute, auch dieses Video. Aber suchen wir erstmal irgendwas Schönes raus. Vielversprechend. Okay. Also ich weiß nicht, was uns da erwartet, ne? Das ist kurz und knackig, dann schauen wir einfach mal. Ich nehme aber irgendeinen, schauen wir jetzt mal rein, was da passiert, ne? Da werden wir es sehen. So. Ich hab Angst. Okay, dann nehmen wir mal was für einen Italiener. Das ist mal gar nicht mal so schlimm, unsere Nachbarn hier. Schauen wir mal, ob es das wird. So. Also, auf jeden Fall. Ja, das ist doch mal schön hier. Ein paar Power-Ups und Items. Die schaden nie. Hätte ich denn die Röhre rangemüsst? Schauen wir mal. Also, ihr seht, es stellt mir zum ersten an hier. Also muss das Ganze auch. Ei. Aber ich musste doch nicht in die Röhre. Hä? Es fängt schon an. Sehr schön. Also, ist ja wurscht. Wenn ich probiere, hier irgendwie auf das Levelglas zu kommen, ist es wirklich nicht scripted. Ich glaube, ich brauche dieses Teil. Um halt runter zu fallen. Ist das so schön? Ist das nicht schön? Das ist eine Tür. Vielleicht ist es einfach schlau, auch mal durch die Tür zu gehen. Oder auch nicht. Danke dafür. Da gehst du selbst rein, weil ich bin doch so dumm, ne? Schön. Manchmal ist auch der einfache Weg einfach der richtige Weg, I would say. Gibt's auch mal was im Leben, auch wenn es recht selten ist. Gib es uns zu. So. Ja, auf jeden Fall, ich will Mario Maker wiederbringen. Und dafür brauche ich. Nun ja, eure Level. Oh Gott. Hasse diese. Na, aus dem Grund hasse die. Ich hasse es, für Notenblöcken abzuspringen. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall brauche ich eure Level. Ich habe da Großes am Plan. Bezüglich Mario Maker. Ja, und da freue ich mich einfach auf eure Level, ne? So sieht's aus. Und dann schauen wir noch mal, was uns dann so erwarten wird. Deswegen auch das Video ist einfach ein Aufruf an euch, mir eure Level zu schicken. Und dann schaue ich mir die mal an. Ganz in alter Manier, wie wir es früher gemacht haben. Wer ist erstes noch einer dran an den wilden alten Zeiten? Ich habe sogar noch diesen schönen Stift hier. Mario Maker Symbolen drauf. Den gab es ja damals, wenn man es vorbestellt hat, Mario Maker 2.
welche zwei zum Bauen, der natürlich komplettes Downgrade war im Vergleich zu dem Touch-Stylus, den es damals fürs iPad gab, der ja viel präziser und besser war. Der war eigentlich erst gut, muss ich sagen. Wirklich im Nachhinein gesehen, so Touch-Stylus-mäßig, hat der schon einiges richtig gemacht und gezeigt. Jawohl. Wie sowas gehen kann. So, muss mich nur ein bisschen konzentrieren hier. Weil ich bin nicht das skillhafteste in Mario Games, aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Und es ist auch sehr einfach. Also dann lese ich gleich wieder Kommentare. Oh mein Gott, es ist einfach. Und das soll mich nicht so anstellen. Es ist auch einfach. Jeden Stimme ist der Antwort des Hu. Okay, da geht's nicht nahe auf dem Display. Auch Rest. Okay. Umso mehr einfach ist es jetzt, ne? Ja. Aber wir haben immer zwei Level geschafft. So schlimm kann es doch im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht mal sein. Ich war eigentlich so richtig unnötig, dass ich überhaupt einen Tee gemacht habe, ehrlich gesagt, weil da wird er einfach abgekühlt sein, bis das Video vorbei ist. Also erst dann kühl sein, wenn das Video vorbei ist. Der ist, glaube ich, noch viel, viel zu warm. Apfeltee ist sehr, sehr wild auf jeden Fall. Weil ich finde, zu einem gelungenen Montagmorgen gehört halt auch ein bisschen Tee dazu. Nee, der muss noch ein bisschen ziehen. Von der Wärme her geht's schon, man muss aber noch ein bisschen ziehen. Was ist denn die Tasse? Die ist so wild, wie gesagt, bekommen. Ich mag die richtig gern. Und die steht. Wie es passend da gar nicht sein kann, steht die auf einem Untersetzer. So ein Fragezeichen-Blog. Das ist doch so ein sehr, sehr wild und sehr, sehr Mario-artig. Aber tun wir die beiden Sachen mal weg und schauen nach einem weiteren schönen Level, was wir spielen können. Gut, Mario Kart hatten wir auch schon mal. Das ist ein klassisches Level. Sieht ein bisschen ätzend aus, aber sieht irgendwie auch noch Spaß aus. Deswegen schauen wir uns das einfach mal an. 11% Abschlussrate, ach du Scheiße. Vielleicht war es doch ein Fehler, lass uns das anschauen. Also, Caden, ich hoffe für dich, dass dieses Level einigermaßen was wird. Also, ich hab Bock, mir wieder eure Level zu geben und da einfach richtig dran zu verzweifeln. Da sehe ich mich schon. Ich will vor allem mal ein bisschen Mario Maker wiederbeleben, ne? Weil das haben Och, du heiliges Wasser. Haben mit Gewissheit. Nein! Mit Gewissheit haben das Game noch erst viele. Und, ja. Da kann man es einfach ein bisschen wiederbeleben. Bilder feiern. Und das Game fühlen. So, hier müsste es irgendwie einfach nicht so machen vielleicht. Es wäre vielleicht eine Idee, es nicht so zu machen, aber es weiß er nicht, ne? Ist doch alles so ein Müll hier. So. Jetzt habe ich das Kugeldings im Blick und bin auch schnell genug nach unten und jawoll, da habe ich den Pilz. Du musst das. Die Dinger sind gar nicht mal so wild. Jawohl. Die Schwabi A. Gut, bis jetzt geht's da noch Rest. Ey, der trifft mich trotzdem. So, dieser Cooper, der macht mir Angst. Aber da haben wir zum Glück einen Pilz, weil da bin ich wieder groß. Heißt, wie soll das nicht gehen? Einfach Speedrun oder was? Ungefähr ist das, was da verlangt war. So, hier wird es jetzt wirklich ein bisschen ungemütlich, zumal ich auch leider echt klein bin. Ach komm. Ja, man hätte drüber springen müssen. Ich weiß. Scheiße. Aber es wird langsam. Es wird langsam und zwei kommen mit runter, so ein Und doch mal jetzt gleich, also ich glaub's erst. Also, dieses Projekt wird, so viel kann ich mal sagen, Best-of-Möglichkeiten on top haben. Weil wenn einer wie ich, der ungefähr Skill von einem Stein hat, wenn er dieses Game
spielt. Ja, also das wird lustig werden. Ding, es wird auch erst wieder an der... Was war denn da ist wieder los? Wird erst an der Zeit, dass wieder ein neues Mario kommt. Gut, Super Mario Bros. Wonder kam erst. Okay, es kam erst ein neues Mario, was wir im Livestream durchgesockt hatten. Vor allem noch hier meine Freunde, die ein bisschen skillhafter sind in diesem Game, als ich es bin. Aber okay. So. Wenn ich ganz einfach nüchtern betrachtet und ein bisschen mit Strategie angeht, dann... Bam. Kann man nämlich die Dinger weghauen. Hat dann einfach gar kein Problem, oder man... Boah, da gibt's einen Propeller! Warte, wie ging das nochmal? Okay, das ist wild. Oh Gott, hier... Na, ah! Oh, scheiße. Da oben, den habe ich nicht gesehen. Ist ein bisschen madig. So, komm her. Ey, die ist auch ein bisschen am Rand. Jawohl, habe ich wieder meinen Propeller. Sehr schön. So, ich kann jetzt ja gar nichts sehen. Oh Gott. Am besten ist es immer, wenn man keine Sicht hat, anfangen rumzufliegen. So wie hier. Aber hier scheint es jetzt wenigstens zu funktionieren. Es geht nach einem Konzept. Gemäß meinem Konzept bin ich hoffentlich... Ah, immerhin mit Wiffleck. Das ist mal... Gott. War nicht mal so verkehrt. Wo ist die Plattform? Hilfe. Oh Gott. Mir gefällt nicht, was das kommen wird. Ja, komm, den hat man jetzt einfach nicht gesehen. Ja, auch sehr schön. Mag es am allerliebsten an diesen Mario-Leveln. Wenn man nicht sieht, was vor einem ist. Man ins blöde Erwachen rein. Verdammt, wie ist es? Doch immer wieder gern tu! Die Fix. Komm! So ein Müll. Ich war doch noch viel weiter. David, wart auf die Plattform. Sonst wird das hier gar nichts. So. Wenigstens groß sein ist eine Sache, die man durchaus sein sollte, wenn man vorhat, ein Mario-Game erfolgreich zu spielen. Eventuell. Wäre das ein Skill, den man dann besitzen sollte. Ja. Ey, scheiße! Das habt ihr natürlich nicht gesehen. Mal warten, bis die Plattform da ist, auf die man... Es verkackt, drauf zu springen. Einfach warten. Die kommt von selbst. Sit here and drink tea. So. Ich wusste doch, dass hier wieder Gumpa ist. Oh. Sehr schön. Gut, dieses Level fordert mich so noch ein bisschen. Das ist gut. Es ist gut, gefordert zu werden ab und zu. So. Ah! So ein Müll. Bin ich wieder groß? Yay. Jetzt bin ich wieder klein. Nicht yay. Boom. Ach, scheiße. Ich wusste doch, dass das Teil da ist. Trotzdem. Gut, ich fahre wieder so schnell.
Dann trinken wir jetzt einfach Tee und warten, bis die Plattform kommt. Okay, wir haben es lange Tee getrunken. Ein Satz mit X? Das war wohl gar nichts. Gut. So. Jawohl. 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 Haha. Haha, haha. So, komm. Sehr gut. So, hier müssen wir aufpassen. Man hat wieder das blöde Teil. Und ich springe natürlich direkt rein. Was auch sonst. Und natürlich springst du auch direkt wieder in den Gumpa, von dem ich auch weiß, wo er ist. Natürlich, was auch sonst. Ja, genau sag ich da auch. Genau sag ich da auch. Bei meinen Spielkünsten, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. So. Eins. Zwei. Ich meine zwei. So. Und jetzt, ich bin aware, dass da jetzt dieses blöde Kettenteil kommt und ich spring trotzdem wieder rein. Ich laufe auch schon wieder gegen den Gumpa. Was ist nicht los? Das gibt's doch nicht. Es ist nicht gestellt, ne? Also, falls mich irgendwer fragt, ja, hier, David, dann wird es gestellt. Nein, ich bin scheinbar wirklich so blöd. Bekommt's nicht hin, ein Sub-Run für Sechsjährige zu spielen, ohne dabei irgendwie fünfmal drauf zu gehen. So, jetzt machen wir es intelligenter. Ja, wir warten. Ich sehe, wann das Teil kommt. Auch sehen, wann der Gumpa kommt. Und jetzt wieder dieses Fliegeteil. Und verkacken es einfach damit zu fliegen. Weil sonst auch viel zu einfach wäre. Ich bereue es mir überhaupt, die Idee gehabt zu haben, dieses Video hier anzufangen. Ich muss ja eigentlich schon mal Abitur lernen, aber nein, stattdessen. Verkack ist hier Level in Super Mario Maker. Ist eine schöne Sache. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Alles, ja, fürs Abitur gelernt. Und ist so, ja, ich hab Mario Maker ein paar Level verkackt. Productive as hell. Und hier ist Web ist und musste einen sterben. Sehr schön. Gut. Welche Stellen mal das passiert? Mir auch erst. Plattform, komm her. Sesam öffnet es. So. Sesam. So. Sesamfrühlzen sind lecker. Man weg am Rande. Der jetzt ja random ist, aber ich mag die. Ich kaufe die zwar nie. Aber ich mag die. Die haben irgendwie was, ich weiß nicht, sowas, abwechslungsreich im Vergleich, wenn man halt immer andere Sachen kauft, ne? Ja. Natürlich renne ich den Pilz hinterher, als Toad. Muss. So. Weil wenn ich selbst ein Pilzkopf bin, natürlich will ich dann mal anderen Pilz hier retten, ne? Ist ja ganz klar. So. Ah! Scheiße! Es ist unzufrieden, ich bin unzufrieden. Ja, immer noch selber versuche, Leute, und dann muss man leider das Video pausieren. Das merkst du, Bier. Eigentlich ist es halt nur eine Dummheit geschuldet, meine ganze Scheiße hier. Und ich müsste es eigentlich viel besser können. Aber eigentlich ist es viel. Eigentlich ist es sehr viel. Ach, come on, jetzt wird es halt so ein bisschen lame hier. Ich hab's halt vorhin so gut hinbekommen. Ich mache einfach hart dumme Fehler. Oh, immer dieser Gumpa da, den man aus dem Augenwinkel nicht sieht und dann direkt rausbringt und verreckt, ey. Ich muss bis da groß bleiben. Und jetzt noch die besten Chancen. So, komm jetzt einfach auch mal hin. Och, come on. Ich stelle mich auch so dumm an, jedes Mal. Boah. Ja, ihr seht es. Also das Projekt wird sehr lustig werden, kann man hier final sagen, weil es... Wir kommen also in die kleinste geschissene Sache gefühlt irgendwie nicht hin.
Ich bin verhackt, dieses Game zu zocken. Das gibt's ja nicht. Also, komm. Ein bisschen mal Gehirn anhalten, zusammenreißen und jetzt hinbekommen. Das steht jetzt an. So. Witz, Traurig hier. Komm nicht mal her. Aber meine Konzentration nimmt auch ab, wenn es ein Level immer wieder macht. Es wird schlechter. Es wird. Wie so eine E-Funktion. Ich werde exponentiell schlechter. Fang so schlecht an. Heiße Mann und ende noch schlechter. Sag ja, es fangt erst an und es geht immer nur noch bergab. So, selber suche mal es noch. Dann werden wir dieses Level als unmöglich abstempeln. Nein, das ist traurig. Ich will es auf jeden Fall dann nochmal angehen, weil ich mir vor alle Level, die es weshalb auch immer in einer Folge nicht schafft, es in einer, jawohl, in einer anderen Folge nochmal aufarbeiten und das dann, jetzt sei richtig machen. Auf jeden Fall nicht so. So, also, einen Versuch machen wir noch ganz letztes. Ich finde es halt so ein bisschen traurig. Come on. Let's go. Es ist halt eigentlich auch nicht mal so das Herausforderndste von den Herausforderndsten, was ich jemals gezockt habe in Mario Game. Ich muss lügen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt das Herausforderndste. Aber trotzdem, Jesus. Tu es mir da nicht unbedingt so leicht, ne? Das ist gerade Glück. Ist er wieder dumm? Ich sehe da wieder nichts, was hier irgendwie. Oh, ich dachte, da kommt eine Plattform. Mann, ist das blöde. Okay. Wir haben es gesagt. Ich merke mir auf jeden Fall dieses Level. Ich muss es irgendwie merken. Ich hab mir mein Herz gegeben und ich sehe es ja, sieht man irgendwo die ID vom Level? Dann kann man das einfache ja tatsächlich beim nächsten Mal mal raussuchen. Falls ihr mit Seltzenwald mit dem schönen Level, hier oben ist die ID, hier über Kommentare, 15DXR7FG, schauen wir uns mal die Kommentare an. Ein bisschen Miiverse-mäßig. Die fragen auch wie, also I'm screwed, also das Level super schwierig, scheint auch die anderen ein bisschen zu nerven. Me troll. Also bin ich nicht der Einzige, der da seine Probleme hat. Da fühle ich mich tatsächlich schon viel besser. Also, ihr seht's, das Ganze ist ein sehr lustiges Projekt und ich muss jetzt unbedingt nochmal Tee trinken, weil gar nicht gelohnt, dass ich den für den Mario Maker Montag überhaupt gemacht habe. Also Prost. Leckerer Apfeltee ist sehr, sehr wild. Ja, mit dieser schönen Mucke. Sehr schön. Ich hab mir ein paar neue, dass mein Mikro auf einmal irgendwie gemutet ist, ja macht gar nichts hat, was es sagt. Das wäre nämlich sehr lustig. Also Leute, ich werde ein paar witzige Szenen wieder so Shorts zusammenschneiden. Vielleicht auch so ein Best-of von ein paar Szenen als ein Short. Das kann ich mir auch als lustig vorstellen. Immer so als kleiner Sneak Peek. Ja, und dann will ich es auch wieder wirklich öfter machen, auch auf TikTok, Instagram und so weiter, den Content erweitern, ja, und so Shorts einfach da hochlade. Das ist zumindest mal mein Ziel. Schauen wir mal, wie gut das. Also. Und wie gesagt, ich brauche eure Level. Deswegen nochmal zum Ende ein Aufruf, so, wenn ihr Level habt, wo ihr sagt, ja, ihr wollt gern das Easy Sock, dann bitte schickt mir die Level. Und dann geht's ab Juni los und wir werden Mario Maker machen. Leise, auch mit einer kleinen Überraschung. Seid gespannt drauf, ab Montag Mario Maker Monday. Hier auf GamerCouch als Videoformat. Ich freue mich auf euch und ich hoffe ihr auch. Und gerne ab in die Kommentare eure Level und ob ihr es freut. Und diesmal Level bitte noch einfach in die Kommentare posten. Und ab Juni wird es dann auch wie früher ein Formular geben, wo ihr mir eure Level schicken könnt. Die einzige Bedingung,
bitte seid Abonnent des Kanals und kommentiert vielleicht auch mal, wenn ich euer Level gesockt habe. Ist ja durchaus das ganz witzig, das Ganze anzusehen. Aber okay. Lassen wir es mal bei dem. Batterie von meinem Controller lässt eh nach. In dem Sinne sage ich jetzt Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin so gespannt auf eure Level, die ihr mir zusickt. Ist ja auch nochmal, was ich zugesickt bekommen habe in der Vergangenheit. Werd mir auch diese nochmal anschauen. Vor allem gerade in den ersten Parten, wo ich vielleicht so nicht so viel zugesickt bekommen habe. Aber mal sehen, wie groß der Andrang sein wird. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!